So Leute, hallo und willkommen hier bei Back to Basics 2015 mit Lara Koch. Ja, und weiterhin auf dem Weg zum Olymp mit unserer Mademoiselle Lara. Jetzt muss ich noch kurz schauen, wo der letzte Speicherpunkt ist. Ich hoffe, dass das jetzt auch hält und nicht hier abstürzt, so wie oft es in letzter Zeit gewesen ist. Wow, es funktioniert. Siehe da. Perfekt. So, richtig. Ich habe ja ein paar Medipacks inzwischen. Das ist hier schon mal sehr gut. Und die werde ich auch brauchen. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich eigentlich diese weiß jetzt nicht mehr, wie hießen die wieder, muss ich mal schauen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Diese halb Mensch, halb Tier. So. Einen Moment. Leg auch gleich los. Ich mache auch gleich weiter. So, Leute. Genau. Das sind die beiden Typen hier, an denen ich mich vorbeischleichen muss. Und zwar werde ich das nicht schaffen, ohne ein zusätzliches Medikit, denn die beschießen mich. Und das mache ich jetzt auch mal. Hey, Tom, hi, grüß dich. Ey, das war ein super Stream von dir. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es auch einer meiner Favoriten ist. Und zwar sehr stark an Tomb Raider 1 angelehnt. Und du hast es jedenfalls sehr, sehr gut gespielt. Und ich habe dir sehr gerne zugeschaut. Hat mir echt sehr gut gefallen. Das war wieder eine sehr gute Leistung von dir, wie immer. So, wie hießen nochmal die Typen, die wir da gerade beobachtet haben? Zentauren, richtig. Hallo, Asuka. Genau, das sind die Zentauren. So, jetzt habe ich diese... Was ist denn das? Was habe ich denn da geholt? Warte. Nee, das hatten wir schon. Wo ist denn das hin? Okay. Das war's nicht, das war's auch nicht. Musik ist zu laut. Okay, warte, die tue ich gleich runterdrehen. Warte mal kurz. Funktionen. Okay. Okay, alles klar. Andrew, hi! So. Die sind da unten. Also glaube ich, muss ich die erstmal auch irgendwie los... Oh, das war nicht gut. Da bin ich jetzt leider drauf gegangen. Okay, nochmal schnell ein Medikit nehmen. Hey Christian, hi! Wie geht's dir denn? Schön, mal wieder was von dir zu hören. Übrigens, ich habe dir eine E-Mail geschrieben. Du hattest mir mal auf dem Account hier auf Twitch mal eine E-Mail geschickt. Und ich habe erst vor ein paar Tagen gesehen, dass die irgendwie in den Spam-Ordner verschoben worden ist und konnte dir erst gestern, vorgestern darauf antworten. Schau mal bitte rein, dass du nicht denkst, ich hätte das irgendwie ignoriert oder so. Ich hoffe, dass es bei dir auch nicht in den Spam-Ordner gelandet ist. Okay.
Jetzt hab ich. Was habe ich denn da geholt? Die hatte ich doch schon. Komisch. Kann mir einer sagen, was ich da geholt. Ach, das war ein großes Medipack. Das habe ich da geholt. Jetzt. Azuka, war die Musik jetzt besser? Die Lautstärke? Ui, der schießt ganz gut. Was ich noch kurz machen möchte, ist hier die Musik okay. Die ist runter. Nee, Moment. Aber hier muss ich glaube ein bisschen noch aufdrehen. Ich glaube, die Typen werde ich so nicht loswerden. Ich brauche da wahrscheinlich diesen Zeus, Thunderbolt. Mal schauen, ob ich irgendwo klettern kann oder rüberspringen kann. Ups. Immer noch zu laut irgendwie. Komisch. Okay. Gut. Ja, noch leiser kann ich sie jetzt nicht mehr drehen. Ich höre selber schon fast gar nichts mehr. Ich glaube, das kommt beim Stream ein bisschen anders an, wie es hier eingestellt ist. Na gut, jetzt schau mal. Da kann ich klettern. Da, glaube ich, kann ich mich rüberhangeln. Ups, warum bin ich jetzt draufgegangen? Ja. Okay, jetzt schnell an diesen Typen hier vorbei. Hier ist eine Tür. Ich glaube, die muss ich irgendwie aufkriegen. Ich kann mir vorstellen, dass die Musik wirklich laut ist, weil ich habe die Lautstärke hier recht runter gedrückt, aber es ist immer noch, sag ich mal, recht laut. Für die Verhältnisse, also für dafür, dass ich sie so runtergedrückt habe. Ich weiß nicht, an was es liegt. Okay. Sorry dafür, wenn es jetzt ein bisschen nervig ist. So. Jetzt warte mal, jetzt gehe ich mal gar nicht mal da hoch, sondern ich schau mal, ob ich hier irgendwas machen kann. Okay. Also an den Typen unten komme ich nicht vorbei. Ich doch mal hoch. Den Tisch könnte ich bewegen. Jawohl.
Ui, das mache ich, Tom, danke. Das werde ich machen. Ich wollte dich schon während des Spiels fragen, hab's aber dann irgendwie vergessen. Also, das mache ich. Ich habe gesehen, Back to Basics 2008 war das. Ich werde es auf jeden Fall spielen. Ob, Scheiße. Nein, 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 nein. Oh Mann, die beschießen mich von unten. Das ist blöd. Die Typen. Okay, ich glaube, ich muss das Medikit jetzt erstmal nicht holen. Das hole ich mir nachher, wenn ich durch die Tür muss. Das ist jetzt eigentlich nur Energieverschwendung. Moment, da geht's hoch. Oh doch, ich muss es holen, sonst komme ich da nicht hoch, weil sich die Plattform erst heben muss. Also muss ich da runter, ob ich will oder nicht. Doch, das mache ich. Wie gesagt, ich wollte dich schon währenddessen fragen vom Spiel und dann habe ich es irgendwie vernachlässigt in dem Moment. Andrew, how is your Are you any buffers too? Yeah. Das war der Gewinner, alright. Das ist diese Competition, was die da immer aufschreiben bei Tomb Raider, habe ich letztes Mal bei auf der TRLE-Seite gelesen, ja. Aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Okay. Muss ich nur in 8 sein? Und das war der Gewinner von 2008, okay. Die beschießen mich nämlich von da unten, diese Zentauren. Da ist ja eine Sphinx. Ja, das ist nicht Sphinx, die hieß, glaube ich, irgendwie anders. No problem, Andrew. I ask you about your buffering. Is it worked again? Now? Or do you got the same problem like before? Same issues? Ich schätze mal, ich muss da rüberspringen. Ups, ups. Schau mal, ob ich da rüberkomme. Letztes Mal mit einem Weitsprung. Oh, die schießen. No buffering here, Irony from Twitch, ja. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das war nicht gut. So, jetzt probiere ich es nochmal. My upload bitrate, you mean? For streaming here? I have to take a look again. But I think I got a complete bitrate for uploading of 5 MBs, and I think I'm using 1.5 for complete. So it's the most bitrate. I think it's for everyone. Okay, for some users got. Hasn't a very big
dann laut Speed. Oh, Scheiße. Aber um Gottes Willen, Christian, natürlich, wann du nur möchtest. Ich habe es, wie gesagt, entdeckt und hab dir dann zurückgeschrieben. Wollte nicht, dass du denkst, dass ich das irgendwie ignoriert hätte oder sowas. Um Gottes Willen, kein Thema. Leg dich schlafen. Wenn du müde bist, ist es völlig okay. Du kannst mir morgen antworten. Kein Thema. Ich wollte es nur erwähnen. Okay. Wenn die Viecher schießen da unten, denke ich, müsste darüber. Woanders wüsste ich jetzt auch nicht. Nee, komm nicht hin. Mal schauen. Ja, ich muss darüber, weil da hinten eine Öffnung ist. Also, und jetzt steht natürlich auch diese Säule hier völlig unpassend im Weg herum. Okay, 1-7 oder 1-8, okay. Because you have to get the complete, the ADO2, and so it's not only, oops, scheiße. Also musst du alles mitzählen, vom Sound bis zum Streamen, und dann, das ist dann die komplette Bitrate. War vielleicht nur ganz wenig beim Audio 128, je nachdem, was du ausgewählt hast, oder MP3 oder AAC. Aber das spielt, muss man alles dazu rechnen. Oh Mann, das kann doch nicht sein, diesen Sprung nicht hinkriege. Vielleicht brauche ich gar keinen Weitsprung. So. Mist. Gute Nacht, Christian. Schlaf gut. Okay. Andrew, I think you have to change the compatibility for this for Tomb Raider 1. You have to go in the settings and make it running like a Windows 95 or 98. After this, I think it will work, must work. Mist, warte. Glaube, es muss so ein eckiger Sprung sein. Nein! Wo sind denn die? Jetzt. Perfekt. Wow. Schnell hoch. Wow. Nein, Lara, sei nicht so blöd. Wunderbar und geschafft. Okay. Nun hier drin. Mal schauen, was hier alles so ist. Oh, okay, da muss ich das Schwert hernehmen. Yes.
Ich schätze, ich muss hier runter. Wahrscheinlich ist die Tür aufgegangen. And you, hi, you do have to do this. You get there where this folder is, where you got this icon from your Tomb Raider, and choose with the right and click right on this, and after this gets an it's a windows. A window gets opened and tell you which compatibility you wanna choose. And after this you switch to 95 or 98 Windows. Oh, they're only very ancient from small. There's a Greek letters, yes. Yes, BIRs in Greece. Okay, what's that? Oh. There's an apple in the wall. This must be the god of love, Eros, or Aphrodite. I want more than an application. Okay, Andrew, it's better, I think we call to make it through Skype, so I think that I can help you better. Oh, vielleicht kann ich da hochspringen. So, Moment. Da könnten wir vielleicht hochfinden. I think here are we come from? No. Yes, we are. Nein! Wilhelm Tell ist aus Griechenland. Wilhelm Tell sagt mir jetzt was, aber ich kann es jetzt nicht einordnen. Was meinst du genau? Das ist doch das ist doch ein Schriftsteller, oder was war das? Moment, irgendwie stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch. Andrew, if this zip folder, you have to extract it first. Opened, extracted. After this, you get the real program. You get the real Tomb Raider. And if you got this, you install it. You make an install. And if you're this install is complete, so after this you go in with after this you have to choose your compatible modus.
And this is Windows 95 or Windows 98. After this, I think the Tomb Raider will work. Because it's a very old game and new programs like Windows 7 or 10, they can't I can't work with it. Ui. Die sind echt hart drauf. Die schießen. Das ist der Hammer. Wow. Hau mal ab. Und vielleicht nochmal speichern. Das wäre hier nicht schlecht. So. Ich noch mal hier rüber. Ach so. ich kann dir gerade, glaube ich, nicht wirklich folgen. Wie gesagt, das ist mir alles ein Begriff, aber ich kann jetzt hier keinen Zusammenhang verstehen. Ich weiß nicht genau, was du meinst. Vielleicht stehe ich jetzt auch wirklich nur auf dem Schlauch. Okay, guys. So, what's next here? Maybe I have to climb here on this. No, it's impossible. Or maybe I have to climb this wall over there. Or maybe jump to there. To this point. What's there? What's down on this? Abyss. Oje, oje, oje. Anyone on a deer? Vielleicht kann ich da hochspringen. Mit Weitsprung wird es aber nicht gehen. Da werde ich. Oh, aber hier. Hier rüberspringen, oder? Das könnte funktionieren. Andrew, you got issues to work to make it work, Tomb Raider 1? You got problems with it? Aber es könnte nach, ja, hier glaube ich, auf die Säule. Aber wie? Wenn dann nur mit Weitsprung, oder? Weiß ich. Könnte eventuell funktionieren. Oh, nein. Oh. Oh je, das ging ein bisschen zu weit nach unten. I have extracted, it still doesn't work. I think I will stick with that. Oh, schau mal, wer da unten ist. Das gibt's doch nicht. Die sind durch den Gang gekommen, die sind durch die Tür gekommen, die Mistviecher. Ich fass es nicht. Andrew,
Tomb Raider 1 makes some problems to work with Tomb Raider with Windows 10 or like 7. This is a very, very old game, and it's a bit difficult to make it work. So it works sometimes better with operating systems like Linux, but Windows. So it's a bit makes some troubles, but I think if you get it all right, so if you do the right steps, I think they will work. Oh Mann. Ja, aber ich glaube, ich muss dann einfach einen Sprung machen. It's a bit complicated to make it work. Tomb Raider 1 in the new operating systems, but maybe we can do it. Vielleicht noch ein bisschen seitlicher springen. So vielleicht. Nein. Oh Mann, das ist aber die einzige Säule, die da ist, oder? Und da geht's nochmal nach oben. Ah, Moment. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Also ist es wirklich hier die einzige Chance, da rüber zu springen. Und dann doch mit Weitsprung. Oder? Und in der Luft sich ein bisschen drehen. Also knifflige Sprünge sind hier einige drin. So, please, Lara. No, Lara. What the fuck are you doing there? There's even TR1 RAW format, but I won't get. I want to get it when my board requires it. Okay, understand, so you get it. Okay. If you wanna unpack a RAR, a RAR file, so you have to use yes, WinRAR, how you say it, WinRAR. Ein schwieriger Sprung. Oh, das ist ein ganz kniffliger Sprung, Leute. Ich den hinkrieg. Mahlzeit. Jetzt perfekt. Jawohl. So, guys, we got it. It looks good. I think I have to wow. Watch out over there. There's a dead soldier. He's waiting for me. Or maybe a dead god. A dead Greek god, maybe Mars or, yeah, Ares, also in Greek history, the name. Okay, I want to try it here. Yes. Okay, Lara, please. What's this? Oh. Now, what's mean this ball of energy? What is it? What is it? Oh, all right. So I got a new weapon, and I think I have to fight the state soldier over there. Hey, I see her eyes. I'm seeing through her eyes. A bit crazy. Fine.
Oh wait, yeah, this is the bow. And reduced ammo. Poisoned, explosive. I think explosive. But I got. Yeah. Combine with what? With this. Bow and laser light. Laser sight, okay. Use ammo. Arrows. Poisoned arrows, explosive arrows. So we got only the normally arrows. And I think I can't fight him now. So, where are you? Looks a bit crazy. But he is dead. I can't find him. I can't fight him. Anyone to join me tomorrow? Some Chronicles? Oh, you start Tomb Raider 5? Chronicles, Andrew? Yeah, I hope I'll be there. Which time you wanna start? At what for a time? Alright. Maybe, guys, can anyone help me? What's the next step here? So if I go back to there, and what's this energy ball? What is it? What it means? What I can do with it? With this energy? Maybe it is something for this thunderbolts. Zeus's thunderbolts. This is a Greek almighty god. From the Greek ancient history. I haven't worked tomorrow, Andrew, so tell me which time you wanna start, and I hope I can join you at this time. It's new. How you will, and how Tom cans also Asuka. Okay. I'm here now, but why? Maybe I have to jump over there? No, this is too far away. Alright. So, Has any one of you guys an idea what's the next step here? I think maybe I have nothing to do here. What's the reason to coming here? Okay, I don't know. Make a checkpoint now. And I try to jump over there to the other balcony. I hope I get it. Jump, Lara, jump. Fine. Maybe I can climb up. I don't know. Okay, and if I'm killing this guy, so what's... Okay. 11 a.m. Okay, so 11 a.m. is here, whoa. 11 a.m. UK time, alright, so it's here 12. At high noon, middle European time, I'm right. Can anyone explain me, please, what's this energy ball? What is it?
what I can do with it. Alright, so if you mean Andrew, I can't. Maybe down the hand? No. I'm not sure if I can fight him. Till 4 p.m. your time. You want to make a complete or so maybe I have to leave in between because I have to make some things at day, but I will be there at 12 p.m. Whoa, no, Laura. Maybe I'll search my spyglass. What's that? Only statues around. Why this guy is over there? This dead soldier. May I have to jump there or? An explosion occurs. Yeah, but I don't got anyone's exposure. I got only the anomaly arrows. Yes, choose M, poisoned and exploded. Zero. Right, try it again. And likes this. Oh, hey guys, it works. Thanks for this one. Finally, it works. Yes, right. And what's about this light here? Can anyone tell me what the hell is it? Right. So now I have, oh, that's something like a bridge or something. Whoa. What's that?
Hey guys, look at there. Have a jump over there. What? Yeah. Must I jump into the slides or? Oh yeah, guys, this is a bit crazy. Unstuck. Fine. Oh my God. Too much lights, yeah. Right. Oh. Oh. There are many lights, yeah. May fire. Fire lights. And there's a closed door. So now I'm in this room. And I think I have to push this lion ahead. But I'm very sure if I'm going over there, I'm burning. Oh wait, this door, no, this door's closed. But there's also some lions and buttons. Maybe I have to go over there. Oh, wait a second. I can't go back now. No, can't go back. Maybe jump over there? No, isn't possible. But maybe here on the corners? Isn't. Not looks like this. But I'm not sure. Maybe here on this. Can I climb? No. High. All right. But maybe I can use, yeah, exactly. This is what I have to do. I think I have to use my bow to make it work. Or not? No, I have to. No. Don't think like this. No. What's up with there? Nothing. That's nothing. Okay.
Hey, Caro. Hey, hi. Hey, schön, dass du vorbeischaust. Was ein cooler Spruch ist das denn? Hi. Na, wie geht's dir? Ich hoffe gut. Was sehen wir denn da oben? Jetzt nehmen wir mal unser Spyglas. Das ist Hermes. Ja. Ich werde jetzt hier speichern und werde einfach drüber laufen. Ich denke, ich werde brennen. Doch nicht. What's that? Oh. Wow. Oh mein Gott. What the hell? Oh Gott, okay. What's that? Okay. So I'm trying again. Okay. And pull this lever. Right. Okay, the door gets open and keeps closed after this. So maybe I have to pull it. No, why she's much lava here, yeah. Okay. Please, no lava. No lava, please. Whoa. Well, now there are two. Something like Medusa. This is action, guys. Action at this time. Du, Caro, alles gut. Kann ich klagen? Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir denn so? Du hattest ja mal eine Zeit lang erzählt, dass du viel Stress hattest und so. Ich hoffe, das hat sich wieder gelegt. Weiß nicht, ob nach besser führt. Ob ich da rüberspringen kann. Oh ne, ich kann nicht mehr. Mistkerl. Wow. Okay, jetzt mache ich mir hier einen Speicherpunkt. Das war zu kurz. Das ist schön, dass dir besser geht. Das hören wir gerne. Ach, Lara. Der war zu kurz, der Sprung. Ich könnte jetzt noch versuchen. Nein, 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 nein. Oh, da liegt was. Vielleicht muss ich das mitnehmen. Da ist wieder eine Rolle oder sowas. Okay. Ja, das kann jetzt Jahre dauern. Ja, liegen ein paar. Okay.
versucht es hier erstmal fertig zu machen. Ja, und oh, da geht aber die Tür auf. Okay, also hier ist einiges getimed und einiges recht seltsam. Und diese Tür, die zieht jetzt auf. Okay, bin ich hier erstmal weg. Ich weiß nicht, ob ich die Tür. Alter! Schock, lass nach! Ey, Moment mal! Ja! Die sind ja toll, wirklich, die Bücher! Wow! Und die sind echt geil! Hey, das ist jetzt hier eine blöde Stelle, wo ich feststecke, aber ich glaube, hier kann ich gut schießen. Und oh na, das ist aber nicht gut. Scheiße. Nein, Lara, gegen die Wand brauchst du nicht schießen. Auf die Viecher bitte. Okay, der eine ist hin. Jetzt habe ich nur noch den hier. Puh, nein, Mann. Nein. Oh, fuck. Okay. Sorry. Dafür. Die ist nicht schlecht, oder? Komm, ich glaube, du bist der Nächste, der das hier spielt. So. Okay, stopp. Ich glaube, die Steine hier reinbringen zu lassen, das ist keine gute Idee. Nicht Pistols, sondern Blitzes, bitte. Oh. Nein, nein! Mann! Ey, das kann doch nicht sein. Nein. Okay. Jetzt müssen wir mal eine andere Position finden. Okay. Okay. Oh, nur nicht hier. Hier wird es jetzt nicht schon gut. Ich denke, das ist der Witzel. Was für eine Kameraeinstellung? Wow. Nein, von da oben könnte ich sie nicht. Nein, Lara, bitte nicht. Oh Mann, mach halt. Scheiße. Okay. Muss. Yep. Perfekt. So, das ist hier schon mal gut. Und da wird noch geschossen, aber wie? Okay, jetzt holen wir mal die Uzis, die könnte ich mal endlich gebrauchen. Wow. Das ist jetzt hier recht böse. Nein, was ist denn das da? Bieten ab hier, Leute. Wow. Nicht schlecht. Sind wir fast am Ende, meinst du, Azuka, bei dem Tierra Leaf? I'm going over the people. Okay, Andrew, see you tomorrow, guy. Have a good night, sleep well. Das ist Medusa, oder was? Achso, okay. Hm.
Okay. Dann Medusa konnte man eigentlich nur mit einem Spiegel töten, sonst nicht. Wow, was macht sie denn? Was soll das? Lara, was machst du? Ich fasse es nicht. Okay, gut. Das sind jetzt hier. Moment mal, ich versuche jetzt mal darüber zu springen. In der Hoffnung, dass sie jetzt nicht die Stange packt. So, perfekt. Lara, nach oben. Ui, nein, 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 hier bin ich, ja. Hier bin ich verloren, hoffnungslos unterlegen. Aha, je. Wow, also die Viecher sind echt aggressiv, oder? Das ist ja echt der Hammer. Schaut euch das an. Und Medusa? Ja, die hat mich in Feuer und Flammen gelegt. So lange geht es nicht mehr. Okay, gut. Ja, dann müsste ja Medusa den krönenden Abschluss machen. Ich muss jetzt mal hier schauen. Wow. Und das ist die Duse da in der Mitte jetzt, oder wie? Ja, das ist sie, die hat die Schlangen auf dem Kopf. Ich denke, auch sie werde ich wahrscheinlich hier irgendwie. Ups, so viel Grafik. Moment. Ah, da ist der Kopf. Moment. Moment mal, da ist doch was über ihr. Das ist doch der Hammer. Vielleicht erschlägt sie dieser Hammer. Oder das könnte vielleicht eine Lösung sein. Was meint ihr? Achso, du hast ja schon die Lösung, Asuka. Hat da vorne auch so einen Diamanten drin? Ja gut, bald habe ich keine Dinger mehr. Die Tante ist, ist richtig sauer, ja. Machen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Weil ich, so komme ich da nicht hin. Okay, ein bisschen Uzis noch, falls noch was drin ist, aber hier kann ich die ja nicht treffen. Vielleicht muss ich mich da irgendwie anders anstellen bei der. Einzige Hölle hier unten. Wahnsinn. Okay, Uzis 0. Und Medusa schießt schon um die Ecke. Sie kann das, ich komischerweise nicht. Dass das bringt, Leute, das glaube ich nicht. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel. Funktion. Also, ich glaube, vorrangig muss ich Medusa irgendwie erledigen, weil die trifft mich sofort mit ihren Feuer-Blabla. Ich muss mir irgendeinen anderen Weg ausdenken, ohne dass die Alte mich hier irgendwie fertig macht. Medusa, Medusa. Ups, ich glaube, ja, brauche ein Medikit. Okay,
Ich werde jetzt mal versuchen, einfach rüber zu jumpen und da rüber zu gehen. Ich schätze mal. Wow. Komm. Right. So, ob ich jetzt hier richtig bin? Oh, nein, Alter, so eine Scheiße. Okay. In die Augen schießen. Ja, habe ich schon probiert, aber ist recht schwierig, weil die ganze Zeit hin und her wippt. So wie ein kaputtes irgendwas. Ich kann die nicht treffen von hier. Schwierig. Bewegt sich zu sehr. Und dafür ist der Bogen viel zu ungenau. Jetzt schaue ich mal da oben. Weil von da muss irgendwo hin, wo sie mich nicht wirklich treffen kann. Das ist ganz wichtig. Also wo sie mich nicht im Visier hat. Und hier weiß ich nicht. Probier es nochmal. Ja, da ist die Grafik natürlich wieder sehr, sehr vorteilhaft. Die hat so, die hat da vorne so was um den Bauch. Seht ihr das? Die hat da so einen Diamanten. Vielleicht ist das hier. Aber dafür müsste ich auf die andere Seite rüber. Du meinst von den Uzis oder was? Ja, 60 Stück habe ich noch. Oh. Sag ich mal. Halt wichtig, dass die mich mit ihrem blöden. Oh. Nein, Lara, was machst du denn für ein Mistmädel? Oh. Was ist das jetzt wieder da? Oh nee. Oh nee, Mädel. Oh nee. Wow. Nicht gut, ich brenne schon. Ob ich sie vielleicht von irgendwo anders irgendwie treffen kann. Das Blöde ist, dass sie sich hin und her bewegt. Man kann sie nicht wirklich treffen. Also es ist sehr, sehr schwierig, sie von hier zu treffen. Okay, bis gleich, Herr Sucher. Ich denke mal, dass dieser Diamant, den sie um den Bauch gebunden hat, dass der da, ja. Dass der wahrscheinlich für uns jetzt von Nutzen ist. Oder eventuell dieser Hammer, der ihr über den Kopf hängt. Ich weiß es nicht. Wow. Von hier greift sie mich nicht an. Ich weiß nicht warum, aber seht ihr das oder ist es jetzt nur so? Hm. Oh nee, bitte nicht diese Mistviecher. Lara, bitte mach was. Hoffentlich probier mal diesen Stein um die Mitte. Die sah viel zu ungenau. Mist. Ja, und dann setzt die Grafik aus, wenn es zu nah wird. Das ist nicht gut. Also mit dem Pfeil und Bogen ist hier nichts zu machen, das kann man vergessen. Außer vielleicht diese Mistviecher hier auszuschalten, ist aber glaube ich auch nicht von wirklich Erfolg. Okay, aber komischerweise lässt mich hier an der Stelle in Frieden. Ich weiß nicht warum. Komisch, oder? Ich glaube, es geht um das blaue Ding. Was für ein blaues Ding?
Wo ist dein blaues Ding? Welches blaue Ding? Hä? Komm, schau. Wir tun nichts. Seltsam. Bleib mal stehen. Wippt hin und her wie noch mal was. Okay. Ja, das ist echt bescheuert mit der Grafik. Wenn ich näher rangehe, verschwindet Medusa. Das ist ja echt blöd. Na gut. Ja, das ist so nicht. Wie die ausschauen. Richtig böse. Wahnsinn. Gleich von den Füßen. Wie dieses Skelett vorhin. Und wirklich Schaden tun diese Pfeile nicht anrichten. BB, Azuka, welcome back. Moment mal. Ah ja, mit dem kann ich ja sowieso nichts anfangen. Weil. Okay. Ach, jetzt! Jetzt habe ich's. Und zwar, schaut mal bitte hier neben der Medusa. Die kann ich nur mit Zeus. Sagt schon. Nur mit Zeus Blitz töten. Und jetzt schaut mal bitte hier, schaut mal mit, so, zack, einmal, Blitz, zweimal Blitz, dreimal Blitz dahinter diesem Kerberos oder wie er heißt, und viermal Blitz. Das heißt, mir bleibt nichts, als schnell rüber zu sprinten und die Blitze zu holen und dann mein Bestes zu tun, wieder zurückzulaufen. Na, dann wisst man, was uns jetzt blüht. Das wird jetzt heiter. Kerberos ist schon hinterher. Er hat mich schon gesehen. Ach, Clara, nimm das, nimm das. Ach, Mist! Leute, das ist echt heavy. Das ist heavy. Ich weiß nicht, ob ich die von hier erstmal loswerden könnte. Und zwar erstmal diese. Das ist doch der Kerberos, oder? Die Hunde der Unterwelt. Na, da haben sie sich jetzt gut hingestellt. Da treffe ich die jetzt nicht mehr. Außer vielleicht mit den Bogen wieder. Aber der tut nicht wirklich was, diese Bogen. Mal schauen, ins Guten auf den Kopf. Nee. Nee, es prallt alles ab bei dem. Werde ich mir sparen. Azuka, das Jahr ist, schätze ich mal, auf die Blitze von Zeus. Na? Die muss ich aufheben. Das dachte ich mir fast. Na, dann wollen wir mal. Oh, was soll das, Lara? Du sollst springen. Ich fasse es nicht. Naja, egal. So, da sind wir wieder. Kerberos, pass mal auf. Er hat sich jetzt hinter der Medusa versteckt. Ah, das ist mir einer. So. Nein, rüber. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Das kann doch nicht sein.
Auf den Hund bezogen. Ah. Ja. Das ist Kerberos, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, das ist Kerberos. Na gut. Wow. Ey, Lara, du bist echt bescheuert, Mädel. Ich weiß nicht, was du da machst, aber naja. Okay. Eine andere Waffe, eine härtere Waffe wäre natürlich auch nicht schlecht. Um die Viecher hier ein bisschen klein zu kriegen. Okay. Fuck, nimm das schnell. Schnell, Lara, schnell. Oh. Und. Schnell, schnell, schnell. Nimm es, nimm es. Ich glaube, das war aber wiederum nur ein. Oh, ein großes Minipack. Okay. Nein, 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 nein. Oh, haut mal ab, hey. Scheiße. Nee, oder? Das ist jetzt echt fies. Das ist fies. Okay. Also ist es gar kein. Das hier schon. Also vielleicht muss ich doch wirklich nur diesen einen da. Okay, dann versuche ich jetzt erstmal. Fuck, nimm's, 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 nimm's. Nein, nein, Mann, nein. Bevor sie drauf geht, will ich sehen, was das jetzt genau ist. Moment, wo ist denn der? Ja, das ist der. Ja, kann ich nichts machen, da hat mich Medusa schon getroffen. Das ist fies. Das ist echt fies. Wow, okay. Hoffentlich trifft mich Medusa jetzt nicht. Schnell speichern. Und dann nach hinten springen. Vielleicht dann natürlich wieder am besten an die eine Stelle jumpen, wo sie mich dann nicht wirklich treffen kann oder wo sie mich dann in Ruhe lässt. Wow. Ja, das ging leider schief. Also das Endlevel scheint schon. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Einmal und. Okay, an der Stelle scheint sie mich in Ruhe zu lassen, warum auch immer. Das muss irgendwas Magisches sein. So, und dann, Moment, erstmal wird gespeichert, Leute. Okay. Und dann bin ich mal gespannt. Thunderbolt, Normal-Ammo, Plus-Ammo, Normal-Super-Ammo und Flash-Ammo.
Na gut, dann probieren wir es mal mit der normalen Ammo. So. Was ist das alles, oder wie? Das sein. Okay. Gute Nacht, Tom. Schlaf gut. Bis morgen. Danke fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Bis dann. Und einen guten Start in den neuen Tag. Okay, ich nehme jetzt nochmal mein Fernrohr, mein Fernglas. Und, Moment, muss mal schauen, was da unten noch ist. Ja, das ist auch nochmal sowas. Und da ist eigentlich mein Medikit. Dieses. Okay, gut, dann probiere ich mal noch das dort zu holen. Ob mir das gelingt. Boah, weit bin ich nicht gekommen. Okay, jetzt schauen wir mal. Die Viecher, das behalte ich mir für Medusa. Warum schießt sie von hier aus nicht auf Medusa? Meinten sie ist ja. Ich sehe gerade nicht, aber gut. Vielleicht muss ich das noch nicht. Jetzt schauen wir mal. Ich versuche jetzt mal hier rüber zu springen. Wow. Ja. Ich habe es gesehen. Ich hätte mich festhalten müssen. Ich dachte, sie kann auch vielleicht so. Ui, der eine Kerberos ist tot. Das ist hier schon mal was sehr Tolles. Das müssen wir sofort speichern. So. Jetzt. Wenn der eine Kerberos schon tot ist, ist das schon mal ein Vorteil. Schauen wir mal. Andere hat sich irgendwo da hinten versteckt. Gute Nacht, Asuka. Schlaf gut. Auch dir einen schönen Start in den morgigen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Und auf der Frischschür. Okay, hier trifft es mich anscheinend auch nicht, oder? Echt seltsam, oder? Jetzt versuche ich mal, also auf Medusa zielt sie nicht. Wenn, dann zielt sie nur, weil ich könnte jetzt mal einfach den Bogen nehmen. Den Bogen und versuchen, hier da, ja, die bewegt sich hin und her, aber gut, das ist von hier aus zu schaffen, schätze ich mal. Ja, das ist ein Auge. Ein Auge, das sieht aus wie ein Diamant, aber das ist ein Auge. Der Grafik. Explosive Arrows habe ich keine, okay. Okay, jetzt habe ich gar keine mehr. Ne, wo war denn dieser Zeus hier? Bin ich ein bisschen überfragt, jetzt weiß ich es auch nicht mehr genau.
Mache ich hier mal safen. Schau mal. Ob ich da jetzt irgendwie weiterkomme, das glaube ich nicht, weil hier fängt sie dann sofort wieder an, mich zu beschießen. Komischerweise auf der Seite nicht. Doch, ja. Und sobald ich. Ui. Hier kann ich hoch. Nein, 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 nein. Das war zu spät. Okay, aber ich glaube, da kann ich hochklettern. Vielleicht ist das richtig. Da geht's hoch. Da kann ich mich. Ui. Hier beschießt sie mich jetzt auch. Vorhin nicht und jetzt auf einmal schon. Der Böse. Ja. Wenn ich dann ein paar Schritte zur Seite tue, war es das auch. Oh Mann. Ja. Ach. Naja, ob das jetzt wirklich gut ist, weiß ich nicht. Aber da oben. Moment mal, vielleicht jump. Moment, jump nach oben. Da habe ich da jetzt was übersehen. Yes. Perfekt. Das ist schon mal gut. Jetzt schauen wir mal, ob hier. Da ist eine Tür. Mylara, bitte nicht. Das kann doch nicht sein, Mädel. Was machst du für einen Schrott? Medusa hat es doch auf dich abgesehen. Nein, 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 nein. Bitte. Jetzt. Wunderbar. So. Und da ist noch ein Hebel da vorne. Und da gegenüber, nee, das scheint erstmal nichts zu sein. Aber ich schätze mal, wir müssen den Hebel betätigen. Und Medusa geht irgendwie in Flammen auf, was auch immer. Ach, das ist der Hammer, natürlich. Das ist der Hammer, den Medusa, der Medusa zum Verhängnis wird. Das ist gut so. Yes, bin ich doch, La Medusa. Puh, wow. Wow, nein! Hey, was höre ich da für eine geile Musik? Tomb Raider 1 und das Fion. Pegasus? Wird mich Pegasus mitnehmen oder wie? Wie geil. Moment, da haben wir die Flugzeugkette. Und Pegasus? Ja! Wie geil ist das denn? Leute, das ist jetzt ein. Oh, ist, wer ist denn das dann? Mal die Idee. Moment. Okay, rückwärts gegangen für den Pegasus. Nee, nicht drin. Alter, ist das geil. Ah ja, so geht's rückwärts. Okay, und jetzt, nein, jetzt hängt sie irgendwie bitte nach vorne wieder. Das ist ein Bug jetzt, Leute, okay. Was geht denn ab, hey? Ich krieg weniger. Okay, das ist ein richtiger Bug, glaube ich. Jetzt hier irgendwas geht hier gar nicht mehr. Alright. Okay, bitte jetzt, ja. Den Rückwärtsgang eingelegt und sie macht nichts mehr. Okay, Leute, ich glaube, ich muss hier nochmal laden. Ja, ist irgendwie hängen geblieben, warum auch immer, ich weiß es nicht. So.
Wir sind hier oben und dann noch mal schnell rüber. So. Der Hammer des Tors wird Medusa erledigen. Pack, weg ist sie. Peng. Und dann gehen wir rüber, holen die Götterfrucht. Nehmen sie mit. Okay. Und jetzt auf Pegasus-Brücke aufsteigen. Pegasus, Apple of the Darts, ja. Nein, die soll doch fliegen, warum fliegt sie nicht? Welcher kommt jetzt nicht weiter? Pegasus kann doch fliegen. Warum fliegt Pegasus jetzt nicht? Welche Speed-Anzeige? Bin ich jetzt irgendwie nicht klar oder? Die Flügel wollen nicht, ja, der hat mich schon mit dem Bull gefunden oder sowas. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, das ist irgendwie blöd. Ich wüsste jetzt hier auch nicht, wie ich rauskommen soll. Ja, klar, und jetzt verglühst du gleich. Zeigt ab, ja, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Okay, Moment, jetzt gehen wir nochmal rüber. So, bitte, Lara. Pegasus. Nein. Er müsste jetzt seitlich fliegen. Scheint die Speed-Anzeige zu sein. Okay, das ist jetzt ein bisschen affig, keine Ahnung. Weiß nicht, warum Pegasus gerade nicht so will, wie ich will, aber. So, mach mal bitte, mein lieber Pegasus. Ach, Medusa ist weg, das ist gut. Pegasus Flügel fliegen nicht. Das ist nicht, das ist es nicht, das geht nach rückwärts. Aber machen wir. Pegasus muss fliegen. Das ist nicht. Punktesteuerung hier mit Pegasus.
Naja, gut. Ja, es hat einen Rückwärtsgang, aber es tut nicht wirklich, was es soll. Seltsame Steuerung vom Pferd hier. Muss ich ehrlich sein? Okay, egal. Ein bisschen zu blöd jetzt, ehrlich gesagt. Weil der Gute recht eigensinnig zu sein scheint. Normalerweise muss er fliegen. Denn oben sehe ich Licht. Das heißt, dass Pegasus eigentlich einfach da rausfliegen sollte. Was hat denn ein Pferd Flügel? Natürlich, damit es fliegen kann. Bloß macht er das jetzt gerade nicht mehr. Warum auch immer. Pegasus, flieg bitte mein kleines Pferd hin. Okay, wer ist denn das da vorne? Nattler oder was? Sieht so aus. Nattler aus dem ersten Teil. Naja, ich versuche mal hier irgendwo weiterzukommen. Ich weiß nicht, aber wo ich mich hier bewegen sollte. Ich bin immer noch der Meinung, ich werde solche Fliegen und oben rauskommen. Aber ich finde hier keine Option, ich kann das nicht mehr. Das ist wirklich gut. Komisch. So, nimm mal bitte. Ach, Moment mal. So. Die ist weg. Was es auch immer war. Mach mal hier nochmal einen Speicherpunkt. Und jetzt brennt Lara auf. Oh nee, bitte nicht. Pegasus, ich weiß nicht. Mein lieber Pegasus, irgendwas stimmt nicht mit dir. Du funktionierst nicht, wie du sollst. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug ist oder was es auch immer sein mag. Naja, Leute. Ich probiere es jetzt noch einmal und zwar vom vorletzten Speicherpunkt. Wenn das jetzt nicht klappen wird, dann. Ja, was ist denn dann? Das weiß ich auch nicht. Ich muss mal schauen, wie sich dieses Pferdchen denn ist. Ich habe ihn auch gespießt, das habe ich mir auch gedacht. Ich müsste wahrscheinlich nochmal in dem Readme-Datei schauen, ob da irgendwas drin steht, wie man in unserem Pegasus hier starten kann. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass Pegasus fliegen muss. Und man sieht auch hier unten, wenn man draufdrückt, das Speed anzeige. Aber ich versuche mich dort herauszufinden, welche Kombination das ist. Nee, so steigt es wieder ab. Ja, Apple Gods, immer auf. Wenn das bitte als Bremse wäre. Ja. Naja, gut, wie es auch immer sein mag, ich werde jetzt hier für heute Abend erstmal Schluss machen. Und zwar ist es schon kurz vor zwei. Ich sage vielen herzlichen Dank an alle, die zugeschaut haben, auch vor allem an dich, Caro. Azuka, Tom, Andrew und natürlich auch alle anderen, die dabei sind.
Ich werde das morgen weitermachen, wenn ich natürlich auch ein bisschen weiß, wie es denn mit diesem komischen Pegasus weitergeht, weil irgendwie weiß ich nicht, halt gerade ein Problem, wirklich so zu bedienen, wie ich ihn haben will. Ja, das werde ich aber morgen dann fortführen. Es ist jetzt schon kurz vor zwei. Jo, bin recht müde und muss mich auch ein bisschen schlafen legen. Morgen ist auch wieder ein langer Tag und da haben wir auch viel Zeit zum Zocken und das machen wir dann morgen auch. Also ich wünsche euch allen eine gute Nacht, danke fürs Zuschauen und natürlich fürs Zuhören. Jo, und bei allem, was macht, macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.